Zur 77. sommerlichen Ausgabe des Promi-Geflüsters heiße ich euch recht herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde. Heute wollte ich eigentlich ein Interview mit den Paldauern senden. Aber aus terminlichen Gründen der Paldauer, sie waren unter Zeitdruck, ist das Interview momentan leider noch nicht zustande gekommen. Ich hoffe, wir kriegen es zu einem späteren Zeitpunkt hin. Eingesprungen dafür ist ein junger Mann aus dem Bayerischen Wald. Er heißt Florian Fesel und vielen ist er vielleicht schon längst bekannt aus der Sendung Immer wieder sonntags. Dort wird in der ARD der Sommertitel 2008 gekürt. Die Zuschauer können per TED mit abstimmen und seit 7 Wochen ist er schon unangefochten. Wir schalten gleich hinter die Kulissen zu Immer wieder sonntags, denn dort habe ich ihn noch vor der Sendung getroffen und mich ein wenig mit ihm unterhalten. Viel Vergnügen mit Florian Fesel. Wenn man jetzt gerade den Beifall und Applaus im Hintergrund hört, ist es nicht wegen mir, sondern es wird gerade noch das Warm-up gemacht für die Sendung. Wir sind nämlich kurz davor. Und hier habe ich den Florian. Grüße dich. Grüß Guten dich. Morgen. Hallo. Bist du schon wieder aufgeregt für die 6. Sendung? Ja, ein bisschen Nervosität gehört sicher dazu, dass der Auftritt gelingt. Aber mittlerweile bin ich ja schon das 6. Mal dabei und jetzt wird es schon einfacher. Mhm. Also ganz so aufgeregt wie bei der ersten Sendung bin ich nicht mehr ganz. Aber ich freue mich jetzt mal aufs Neue. Okay, es klingt bayerisch. Du kommst nämlich aus dem schönen Bayerischen Wald, gell? Wenn ich das richtig weiß. Ja, aus dem tiefsten Bayerischen Wald, fast schon an der tschechischen Grenze. Ungefähr 30 Kilometer von Passau weg. Und der Landkreis heißt genau Frei und Grafenau. Mhm. Ganz unbekannter in der Szene bist du natürlich nicht. Wer es vielleicht schon vor ein paar Jahren mal gesehen hat, du warst mit einem weiteren Florian zusammen, habt beim Stefan Raab den Goldenen Raab mal gewonnen. Danach dann Musikantenstadl, war ich damals auch dabei. Das war eine Open-Air-Sendung, da hat es geregnet ohne Ende. Und auch eine Teilnahme beim Grand Prix war damals schon. Und jetzt bist du solo unterwegs? Ja, jetzt bin ich seit 2 Jahren ungefähr solo unterwegs und ich muss sagen, es läuft immer besser. Ich habe jetzt im Frühjahr eine große Tournee hinter mir gebracht. Das war mit die Ladina und mit der Belzi aus Südtirol. Waren insgesamt 35 Konzerte, allesamt ausverkauft, Gott sei Dank. Und ja, Weihnachten gibt es auch wieder eine große Tournee mit den Feldbergern unter anderem. Und im Herbst werden wir schauen, dass wir wieder eine neue Platte veröffentlichen. Also es läuft schon ganz gut und ich hoffe, dass ich dabei immer wieder sonntags noch ein bisschen dabei sein darf. Ja, warum denn nicht? Also die Hälfte hast du jetzt schon mal geschafft. Ja. Und die Konkurrenz, konnten die dich nie runterreißen oder woran lag es? Oder hast du so einen großen Fanclub im Hintergrund stehen? Ja, also die Konkurrenz ist schon gut. Vor allem letztes Mal auch die Sandy Brandstätter, die dabei war, die hat mir auch sehr gut gefallen. Und die Fans werden natürlich immer mehr von Sendung zu Sendung. Man merkt, die Leute haben schon Plakate mit dabei. Ja. Und das freut mich natürlich. Mhm. Bist du jetzt heute ganz alleine angereist oder hast du auch deine Eltern und sind die auch mit dabei? Ich bin heute mal ganz alleine angereist, weil der Papa muss nebenbei noch arbeiten, auch mal am Samstag. Und die werden aber daheim alle zuschauen. Und Sonntag haben wir heute. Ja, gestern Samstag, Sonntag. Genau, richtig. Aber die werden daheim alle kräftig für mich anrufen. Mhm. Ja, ich meine, das ist auch ganz wichtig, sonst kommt ja das Ergebnis nicht zustande, denke ich mal. Gell? Was macht eigentlich der andere Florian? Gibt's den noch? Hast du da noch Kontakt dazu? Also ich sehe ihn schon noch manchmal, er läuft mir ab und zu mal über den Weg. Er macht jetzt noch das Gymnasium, die Schule fertig und nebenbei spielt er ein bisschen in einer Rockband als Schlagzeuger. Aber mit Volksmusik hat er nicht mehr allzu viel am Hut, leider. Auch CDs von Florian Fesel könnt ihr natürlich im Online-Shop erwerben. Und nun geht es weiter mit dem Interview. Immer wieder sonntags, Sommertitel. Wie heißt denn dein Titel, den du dort immer präsentierst? Das Lied heißt Sommer ohne Ende. Sommer ohne Ende, ja. Hoffen wir mal, dass der Sommer noch ein Weilchen anhält. Ja, hoffen wir es. Der Juli ist ja wirklich schon sehr heiß und zeigt sich von seiner besten Seite. Gibt es eine neue Produktion, die du generell machst jetzt, außer dem einen Titel? Was steht an? Ja, wir sind jetzt gerade dabei, dass wir 13 neue Titel fürs Album aufnehmen. Und es wird voraussichtlich im Herbst dieses Jahres veröffentlicht, aber recht viel mehr kann ich da jetzt noch nicht dazu sagen. Okay. Das werden wir dann sehen, wie es läuft. Da lassen wir uns halt einmal überraschen, was da kommt. Wo kann man dich sehen? Wo bist du zu sehen, auftrittsmäßig? Was steht da an? Also ich bin jetzt sehr viel wieder in Deutschland auch unterwegs, eben durch die Sendung, aber auch in den Nachbarländern. Und am besten ist, wenn man auf meiner Homepage auf dem Tourneeplan nachschaut, www.florian-fesel.de. Florian-fesel.de. Genau. Mit dem Fred Fesel, mit dem legendären Kabarettisten und Humoristen hast du nichts zu tun? Nicht verwandt oder verschwägert, nein. Okay. Noch nicht mal getroffen bis jetzt, komischerweise. Tja, vielleicht ergibt es sich irgendwann mal, aber dir auf alle Fälle hier für die Sendungen nochmal alles Gute. Dankeschön. Dass es vielleicht dann wirklich der Sommerhit 2008 wird, wer weiß. Wenn die Leute haben wollen, dann
wenn es die Leute haben wollen und wenn es für mich anrufen, dann wird es vielleicht so werden. Genau. Würde mich freuen. Na, reden wir mal Ende der Saison nochmal. Ja, machen wir. Und schauen wir mal, was dabei rausgekommen ist. Okay. Florian, ich bedanke mich. Dankeschön. Dir alles Gute. Danke fürs Gespräch. Na? Tschüss. Danke ja. auch. Lieber Florian, ich drücke dir ganz fest die Daumen, damit der Sommer nie endet und du bis zum Ende der Saison von Immer wieder Sonntags 2008 durchhältst. In der nächsten Ausgabe habe ich dann hoffentlich Helene Fischer an meiner Seite, denn sie war in Reutlingen bei der Tour de Ländle von SWR 4 mit dabei und da mal sehen, was so passiert. Ich wünsche euch alles Gute, eine schöne Woche und vor allen Dingen, ihr wisst ja, lasst euch nicht ärgern, euer Frank Stiller.